Der nächste Tag ist angebrochen und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Also werde ich hier die kleine Runde zu meinem Vater fahren. Alleine. Und da gibt es ein Frühstück. Und da kann ich dann wahrscheinlich auch noch eine Runde laufen und so weiter. Irgendwie motiviert einen das gleich so ein bisschen, weil der gestrige Tag jetzt irgendwie gut lief, obwohl ich eigentlich von was anderem ausgegangen bin. Und irgendwie hat man gleich so ein bisschen bessere Laune dann für den nächsten Tag. Und ist vielleicht bereitwilliger, irgendwas zu tun. Aber das ist noch nicht geprüft, ja. Ich muss erst mal das sehen. Aber es geht schon mal besser los, sagen wir das mal so. Bin wieder zu Hause. Und übrigens, die geile Brille hat mir meine Tante gestern geschenkt, weil ich meine schon wieder irgendwie verloren habe. Diese zum Beispiel. Aber der Unterschied ist, dass ich mit der auf die Weite nicht gucken kann, also wie ich zum Beispiel Bücher lese oder so, sondern hier funktioniert es dann besser. Und jetzt gibt es einmal kurz vorm Laufen gehen noch eine Runde Rüttelplatte. Und jetzt geht's eine Runde laufen. Ich mache mal kurz eine Erklärung zu dem, was ich weiß. Also das Ding ist eine Massagepistole und man kann damit Muskelgruppen massieren und so Krämpfe und sowas, aber man darf nicht auf die Knochen kommen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Hat das jemand von euch schon mal ausprobiert? Also wirklich mit so einem Ding. Das fühlt sich manchmal gut an und manchmal fühlt es sich nicht so gut an. Aber mir wurde jetzt gesagt, dass ich dadurch irgendwie die Krämpfe besser in den Griff kriege. Und deswegen einmal morgens, einmal abends. Jedes Bein so 2,5 Minuten, vielleicht 5, wenn es hochkommt. Also abends Richtung 5 und morgens Richtung 2,5 Minuten so pro Bein. Jetzt muss ich irgendwie nur noch Abendessen und dann geht's ins Bett. Schlaft alle gut.